Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchtaktiert, Staffel 3, Folge 17. Wir haben zuletzt unseren ersten Schlag gegen die Aliens vollbracht, haben eine ihrer Geheimbasen infiltriert und da haben sie sich gedacht, schlagen wir gleich wieder gegen. Aber mit einem Vergeltungsschlag. Nicht mit uns, denn wir marschieren zum Sieg in den Einsatz! Mit Granat, Soga, FIFA Dance, Gilinski und SK. Zum Einsatz! Auf und davon! Nee, nicht davon, in die Schlacht, in die Schlacht! Okay, cool. Sind in Position für den Einsatz. Operation Nordischer Schädel. Erik ist ein nordischer Wir Name. Wir haben erfahren, dass die Aliens einen großen Angriffstrupp versammelt haben, um einen der Außenposten des Widerstands ja, mindestens 6 Zivilisten. Die Menschen dort brauchen dringend jede Hilfe, die wir bieten können. Wir werden die Scheinbedrohung ausschalten und unbeugsame Anhören. Ihr habt wirklich euer Widerstandsversteck unbeugsame Anhören. Ja, so unbeugsam ist sie offenbar nicht. Anscheinend. Okay, wahrscheinlich gibt es diese zum ersten Mal die Gesichtswander. Das sind die bei uns auch einfach aus dem Spiel rausgebackt. Hab ich nichts dagegen. Ja. Ich sind so wenig Lebenspunkte aus! Eliminieren ja. Sie alle Einheiten und schützen. Ich hätte jetzt wirklich gerne unseren Hodo dabei. Ja. Advents Auftritt hier war laut. Haha, aber wir haben dafür unseren Phantom dabei. Ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Ach cool, das wird sogar aktiviert, wenn man quasi von Grund auf aufgedeckt ist. Okay, also hinter uns kann keiner sein. Okay, hinter uns kann's. Und da auch. Hier, okay, also da! Ja, so. Oh Gott, ist das eine. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ja, man denkt sich zwar, ja, wir haben auch keine Rundenzahl, aber wir haben Zivilisten. Wir müssen Zivilisten retten, ja. Confirmed. Siehst du schon irgendwas? Ich hoffe, dass es in diesen Missionen überhaupt programmiert wurde, dass man diese roten Felder, die Sichtfelder sieht. Weil man ja sonst nie verborgen ist. Es würde irgendwie zum Spiel passen, wenn das nicht reinprogrammiert wurde. Das wäre echt. So. Wir haben schön in Deckungen. Fliegt da eine Drohne? Nein, das ist ein Vogel. Immer noch. Ich stelle mir gerade vor, wie man der Drohne so kleine Federn anpappt, damit es aussieht wie ein Vogel. Steuer du mal, ich habe die gesamte letzte Mission eigentlich gemacht hier. Ja, ich habe dir aber gesagt, was du tun sollst. Ja, aber jetzt bist du mal hier im Bett. So, also wir wissen, dass hier nichts passieren kann. Ja. Dann gehst du hinter diesen Baum. Würde ich sagen, drücken wir uns hier mal so links an der Wand lang und gucken mal, was da so kommt. Ja, ne? Aber ich würde... Ja, oder hier halt. Ja, da können wir noch. Ich habe halt bisschen... schon doch nach Diagonal. Ja, ich habe halt Angst, dass da... nee, okay. Granat kommt als letztes. Ja. Einfach aus... Schon um sich einzuprägen, dass man das tun sollte. Da so. Ja. Weil wir haben ja eh zwei Sniper jetzt, also von daher... Chefus! Ist das auch Französisch? Ja, ne? Ich glaube ja. Unsere Sniper sind irgendwie. Ja, wir haben verdammt viele Franzosen. Ja gut, und du stellst dich erstmal daran. Attention, j'arrive. Ja. Scan en cours. Okay. Von da also. Du stehst, ist einer. Du stehst da verdächtig. Gut. Jetzt nicht mehr. Wir verzeichnen schwere Verluste unter den Zivilisten, Commander. Wir müssen das beenden. Wir verzeichnen keine schweren Verluste, es war einer. Oh. Du musstest ihn ja verdächtigen, ne? Leute, das passiert, wenn Grausig jemand verdächtigt. Sie stehen da verdächtig. Niemand! Ich muss ihm aber lassen. Ich bin von seiner Unschuld jetzt überzeugt. Schön! Immerhin das hat er mit seinem Tod hinbekommen. Haben wir jetzt den Gefechtsscanner nicht dabei oder nicht? Er hat ihn doch, ja. Wollen wir den einfach mal hier rüber werfen, so? Ja, mach mal. Wir wissen schon mal, dass ein Muten. Hier so? Also da ist der Muton. Muton. Also ja, da. Da so? Noch ein Stück weiter nach vor. Ja, obwohl das wird zu weit. Ein Stück weiter rechts. Ach guck mal, er kann ja nur. Was denn? Naja, ich dachte, er würde auch da einscannen, aber. Macht er ja. Ach so. Den Umkreis sieht man halt noch nicht. Da so? Ja. Direkt aber der Muton stand. Ein Muton und. Lancer? Lancer? Ich würde sagen Lancer. Ja, hat ein Schwert auf dem Rücken. Newton und Lancer. Okay.
Kannst zufällig unsere Sniperin da jetzt hinwandern? Nee. Nee, er auch nicht. So ein bisschen. Also kann er nach vorne stürmen? Er kann echt schnurstracks nach vorne stürmen. Er ist doch verborgen. Ja, hier so? Oder da sogar ran? Wird sogar ans Auto oder noch weiter links? Hier? Da so, ja. Meine, er kann jetzt theoretisch. Er dürfen sich halt nur nicht bewegen. Da ist. Ja. Aber er ist in Deckung dann, ne? Ja, er ist in Deckung. Hier so? Ja. Weil er kann ja dann da, noch einen Schritt da, machen und. Da, da. Hallo. So. Was sieht er jetzt schon? Mal kurz gucken. Haben wir Soga jetzt echt die richtige Waffe gegeben? Auch die Negierungskanone statt. Das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Ich glaube eben. Doch, nicht. Doch, wir haben das Magnetgewehr ihm gegeben. Okay. So, also er sieht die beiden, dass da jemand. Also es ist ein bisschen verteilt da. Das ist nicht ganz so. Ganz so klumpig. Okay, dann. Das heißt, wir könnten theoretisch einfach die Aufmerksamkeit von den beiden Viechern da auf uns ziehen, damit die nicht gleich wieder die nächsten in der Nähe stehenden Zivilisten erschießen. Wir können ja hier hinrennen und wenn sie die Aufmerksamkeit haben auf uns, dann ist das so und hinter den Baum? Ja, das ist ja volle Deckung. Oh Gott, wenn da jetzt jemand ist, dann. Ich glaube aber nicht, wir sehen ja da relativ weit nach rein. So, genau, hallo? Die jetzt entdeckt. So, wir rennt sind auf unser Sniper zu. Der eine steht ja echt doof, glaube ich. Oder? Also er kann keinen. Er kann nicht. Achso, er hat auch schon einen Gefechtsscanner benutzt, deswegen. Aber sie kann. Wen kannst du denn treffen? Aber nur mit. Naja, dann mach. Na hier. Gedönsschutz. Distanz. Naja, sie steht halt hier unten. Das ist die Frage, ob sie lieber. Na gut, dann ja. Ach, jetzt kann sie nicht. Ach. Ja, aber auf jeden Fall hier eins höher. Hier sogar. Ja, und den brauchen wir einfach. Dann. Schutz, sehr gut. Reicht ja nicht mal. So, sie halt noch näher ran. Ist ja SK, Entschuldigung. Moving on target location. Ich glaube, unser Vorgehen war gerade nicht gut. Die werden nicht nah genug rankommen. Nicht nah genug rankommen, verdammt. Naja, dann versuchen wir ihnen viele mögliche Ziele zu präsentieren. Ja. So, und er kann da hinter dem Baum rennen. Bedeckung. Obwohl, nee, lassen wir die Sniper lieber hinten. Nicht, dass jetzt ein Sniper irgendwie angegriffen wird. Was macht der Muton jetzt? Jetzt werden wir wohl jetzt erstmal. Ja, schießt auf den. Schießt am Zivilisten? Da ist auch jemand? Ein Offizier. Ja. No! Ja, doch, leider. Soll er machen. Sind auch genug da, die wir retten können. Er rennt weg. Er rennt dahin, jetzt rennt er. Jetzt dürfte er aber nicht mehr schießen können, oder? Eigentlich nicht. Nee. Okay, danke. Oh. Naja. Oh, jetzt aber. Bum. Ach, schade. Sah gerade so cool aus, wie so. Was ist beim vierten Feind entdeckt? Ach, jetzt ist er entdeckt. Ach so, ja, okay. Deswegen. Na gut. War nur Schaden, ne? Hab ich gerade. Das ist orientiert, aber das ist okay. Können wir theoretisch auch wegmachen, aber es wird, glaube ich, gar nicht so nötig sein. Das wird nicht nötig sein, ne? Okay, ja. Dann mach du. Na gut, erstmal gucken, wer kannte jetzt bitte den Muton angreifen. Oh, genau. Was ich schon weiß, es hat Snorri mal erzählt. Man darf den Muton mit einem Ranger nicht Nahkampfangriff machen. Weil er zurückhaut, oder wie? Ja. Okay. Und zwar doppelt so brutal. Das weiß ich durch Snorri, der hat es mal in einem seiner Videos erzählt gehabt. Okay, also der hier ist von den beiden flankiert und er hat hier auf ihn eine extrem geringe Chance. Dann würde ich sagen, schießt er auf ihn. Ja. Und dann kann er es finishen, theoretisch. Theoretisch, ja. Oh ja. Ach, das ist andersrum machen sollen, SK macht. Ja. Yay! SK macht einen Crit! Gut. Gut, danke SK, super. Okay. Ja, SK ist ja auch eine Legende. Hm. Ja. Zack, da ist er gefordert. Ja, wie konnten wir das? Der will jetzt einfach beweisen, dass er den schnellsten Aufstieg überhaupt, ja. Überhaupt hinnehmen kann. Der macht jetzt einfach alles fertig hier. So, ja, jetzt können wir eigentlich hier hin. Ja, denk aber, er ist nicht mehr verborgen, ne? Ja, ja. Aber klar, er könnte aber es dahin. Ja, aber was? Was sagen wir so für Chancen? Ist 50 oder? Irgendwas mit 50? 56. Ja, ist wahrscheinlich doch ein bisschen weit weg mittlerweile. Hm. Das heißt, man so Sniperschirn. Ja. Nee, also Nahkampfangriff dürfen wir nicht machen. Nee, im Nahkampf nicht, aber. Also hier, wir müssten ihn hier flankiert, aber er uns halt auch. Ja, eigentlich nicht, eigentlich müssten wir nur ihn da flankieren. Ja, er kann sich auch noch bewegen. Na gut, das ja. Dann lieber. Aber Autos sind halt immer. Autos sind halt immer so gefährlich, ja. Hier so hin und dann. Da müsste er schon. Aber da könntest du wieder den nächsten Gruppe. Ja. Also ich würde sogar den Felsen bevorzugen, glaube ich. Den?
Würde ich sogar bevorzugen. Ja, oder halt den. Kommt drauf an, viele können jetzt auf ihn schießen, auf dem Muton. Naja, die, also die Sniper noch mit nicht so hoher Chance. Lass doch erstmal die Sniper raufballern. Erstmal gucken, was sie schaffen. Ob wir es schaffen, diesen Muton diese Runde zu töten oder nicht. Sind wir schon 5 Schaden? Okay. Sie sieht immer aus, als würde sie nochmal feuern wollen. Ja, wahrscheinlich will sie auch nochmal noch feuern. Sie darf nur nicht. Wie viel Schaden macht er nochmal? 5 bis 7 minus 2. Ja, das könnte also genau nicht passen. Ja komm, FIFA Dan ist ja sowieso gerade hier hinten. Ja gut, baller mal drauf, FIFA Dan. Vielleicht triste. Wäre natürlich jetzt echt super. Ich glaube eher nicht. Ja, dachte ich mir. Dann haben wir noch unseren Desorientierten. Ja. Ja, ja. Irgendwas mit Zwiebeln. So, er muss auf jeden Fall aber ja, noch einmal um die Ecke. Ja, ja, genau. Um die Ecke da rum. So. 23. Ja, mach Feuerschutz. Den auf Feuerschutz machen, weil das bringt sonst überhaupt nichts. Auch wenn er jetzt hier getroffen wird, dann ist es schon vorbei für ihn, ne? Der macht Deckung. Macht Deckung, genau. Geh in volle Deckung. Der ist jetzt in Deckung, in voller Deckung. Also, hm? Ja, wir können es natürlich proben. Obwohl, warte mal. Wenn er nicht zurückhauen nein, kann... Nein. Nee, okay, 4 bis 6 auch nur. Ja, ich wollte ja nur mal gucken. Weißt du, wenn er nicht zurückhauen hätte können, kann er nicht zurückhauen. Naja. Ja. Hier hin. Und ja, probieren wir es. Moving on target location. So, er ist mir flankiert, er flankiert ihn und jetzt macht, komm, bring ihn um. Adjuster. Ja, so, Muton weg. Okay, das ist der erste Mal, dass so ein mega offensives Vorgehen nicht direkt bestraft wurde. Achso. So, ja, jetzt wird der nächste. Nächste geschossen, ein weiterer Offizier. Oder selber Offizier? Ich glaube, es ist der selber Offizier. Offizier. Gut. Aber wir sind jetzt schon mal näher dran, als Zivilisten wir retten können. Ja, wissen wir. Bau mir Jetpacks. Kommt noch, vielleicht. Wer weiß. Bei Teil 1 gab es auch Jetpacks. Wir sind auch doof, der Kerl sich auch selber heilen können. Ja, das war das, was ich meinte mit, ja, so, deswegen ist es vorbei, aber dann dachte ich so, ja, aber man will es ja auch irgendwie nicht sofort so verborgen, ist jetzt halt leider nicht mehr. Nee. Ja, warte mal, erstmal den anderen nachrücken, ne? So, das ist zwar doof, das aber. Kerl könnten wir zum Beispiel, genau, erstmal die Sniper müssen näher ran. Also zum Beispiel in der nächsten Felsen noch irgendwie. Zipratoto. So. So. Nachladen. Ah, nein, nein! Ah! Ah ja, stimmt, seit ja. Nee, dann. Ja. So ist brav. Das vergessen wir jedes Mal, dass ich aber kostenlos nachladen kann. Also er sich heilen da. Ja, aber guck mal, er hat nur 3 Lebenspunkte. Ja. Das ist halt. Naja, wenn ihn jemand erwischt, dann. Guck mal, SK könnte jetzt mal schnell jemanden retten. Das ist ein blauen. Also guck mal, er könnte jetzt den retten und könnte zur Notwehr schnell weglaufen. Ja. Heading out. So. Get back to the ship. Brav. Haben unsere ersten Zivilisten schon mal gerettet? Ups. Wenn das mit unseren mal auch so funktionieren würde. So, das sieht ja gar keiner. Aber erstmal noch mal hier hinten. Ja, ne? Da hinterm Baum. On my way. On my way. So. So, jetzt FIFA Dan noch hinterherziehen. Ja. Du kannst mal. Ich bin eigentlich ruhig weiter. Ziemlich weit nach vorne. Also ein bisschen weiter nach vorne. Na, wisst. Na, hier an den Baum. Das ist der Baum. Der links neben unseren. Ach, das ist keine Decke. Gar keine Decke. Das ist gar keine Decke. Ja, denn da. Oder dahin? Ah. Nee. Müssen wir hier ran. In den Baum da, ja. Affirmativ. Affirmativ. So. So, ja. Ja, also es macht auch eigentlich keinen Sinn, ihn jetzt nicht zu heilen. Deswegen, weil, ja, heil ihn. Wie gesagt, ein Schuss und er tot. Auf sich, genau. You'll be fine. Ach, der hat ja auch noch nicht mal die Gremlin-Heilung. Das war gerade sein einziges Medikit. Scheiße. Das haben wir gerade. Naja, egal. So. Ja, und dann hätte der den nächsten Baum da, die volle Deckung. Da. Dahin. Ja, wir sind gerade. Also, wir hatten jetzt schon Glück. Wir sind ja gerade echt ein bisschen sehr offensiv vorgegangen. Aber andererseits muss man es in diesen Missionen auch so ein bisschen. Denkt halt, er hat jetzt kein Phantom. Ja. Ja, aber das ist echt doof. Wir müssen aber auch vorrücken. Ist nicht weiter rechts von ihm? Ist da nicht ein Zivilist weggelaufen? Nach da, ja. Irgendwo hier. Gut, wie weit ist. Ah, ne, guck mal, da hinter dem Reifenstapel. Ah, ja. Ja, er kann natürlich. Hier wird auch was sein. Ja, wird auch was sein, ja, ja. Ja, wir müssen ihn aber so. Wir können ihn ja erstmal hier hin.
was, wenn was kommt, dann wieder weg. Er ist flankiert. Oh, na, super. Okay. So, ein Muton und zwei. Oh! Alter. Treibt sie zu uns! Ja. Okay, so. Mit ihm schnell wieder weg. So, wo kannst du hin? Da so? Ja, Na, obwohl, nee, nicht nee, den auch noch drin. Na, oder halt wieder hier hinter. Da wieder hinter, wo er gerade war. Ja, gehen wir da hinter. Kann natürlich sein, dass er flankiert wird, wenn es wieder komisch gewertet wird. So, so da wird wieder einer totgeballert. Alter, ist das eine riesen Map. Ja! Jawoll! Daneben! Sehr schön. So, jetzt darauf achten, ob sie auf den nochmal schießen. Wenn sie aber auf. Oder sie probieren es bei jedem nur einmal. Kann auch sein. Das ist so wie so eine komische. Oh fuck! Nein! Ich glaube, er ist schon tot, oder? Eskel ist tot. Eskel ist tot. Fünf Schaden! Natürlich müssen wissen. Ich meine, Lebenspunkt haben die, ey. Scheiße, Eskel ist tot. Oh nee, die Scheißgranate. Der ist jetzt in Reichweite. Das ist halt voll daneben. Ja. Ah, er greift auch nicht an. Okay. Scheiße, oh, die Granate jetzt. Oh nee. Ja, und Dings ist fast tot. Oh, guck mal, hätten wir uns nicht geheilt, wäre Skalinski auch tot. Ja, aber wir sind jetzt schon wieder in der Situation, dass wir eigentlich uns nur noch. Scheiße, oh, die Granate. Oh nee. Mal erstmal versuchen wegzukriegen, was weg. Was hast du für eine Chance? Schon mal eine ganz gute. Oh. Na, auf da. Why not? Komm. Triff bitte. Ja. Jawohl! Kritisch, das Viech ist tot. Wunderbar. Wunderbar. Okay. So. Dann. Du hast eine. 70% Chance. Naja, machen wir, oder? Ja. Was anderes kann sich auch nicht treffen. Also naja. Von daher. Komm. Leg nach. Ja! Aber er lebt noch. Ja? Es klang so sterbend. Ja, ja, nee, lebt noch. Schade. So. Ja, er muss jetzt in volle Deckung erstmal, der Skalinski. Ja. Irgendwie weit weg. Ja, er kann halt wieder nirgendwo in volle Deckung, wo er noch schießen könnte. Ja, ja. Hier, oder? Nee, warte, hinter dem Baum. Da. Ah, die können sie wegballern, ne? Das ist immer. Ja, aber er ist in der Nähe von unserer Sniperin, die noch ein Medikit hat. Ach so. Er könnte sogar bis hier rennen. Ja. Könnte zu ihr rennen, quasi. Nee! Ich weiß nicht, wie viele Granaten dieses Viech hat. Hier so hin? So nach dem Motto, so sicher wie möglich? Ja. Hat der jetzt Feuerschutz gemacht? Nee. Was für eine Schusschance hat der Typ gerade eigentlich? Ja, weglaufen. So, aber wir haben noch ihn. Naja, auf dem ballern und treffen. Ich habe das Gefühl, dass es daneben geht. Ja, da ist halt auch noch der Newton. Wir können uns nirgendwo wirklich sicherer hinstellen. Warum? Kamera? Danke. Nee. Nee. Also dahinter. Hier und hätten wir. Das daneben. Aber. Warum? Keine Ahnung. Wieder wegen dem noch? Vielleicht? Ich weiß nicht. Da ist er nicht flankiert. Ja, wenn er da rüber rennt, quer ist er flankiert. Ja. Ich glaube, feuern ist die bessere Alternative. Ach, triff bitte einfach. Komm. Ja. Der ist schon mal weg. Ja, die Lanzenträger ist eigentlich so meine Angstgegner vom Feinsten. Ja, aber der da ist. Der ist auch böse. Hey, Beförderung. Okay, und so. Jetzt du. Ja, in Richtung. Weg. Einfach hinterm Felsen. Ja. So, lauf einfach weg. So. Ja, das sieht jetzt auf jeden Fall schon mega schlecht aus gerade. Ja, die Granate. Er zieht sich zum Offizier zurück. Da kommt, kann uns noch eine Granate entgegenfliegen. Wir können jetzt ihn im Prinzip schon nicht mehr einsetzen. Kritisch weg. Ich meine, es kann jederzeit eine Granate entgegenfliegen und. So. Naja, wir müssen ihn halt hochheilen. So, es leben noch 7. Es leben noch 7? Ja. Wir müssen noch 5 retten. So. Bin ich da drin? Nee. Da bin ich drin. Da bist du drin. Ich glaube, daneben bist du auch drin. Hier? Ja. Muss du drin sein. Order's confirmed on the move. Come on, gotta move on! Wie habe ich gerade David gekriegt? Das ist jetzt ein Gesichtsviech. Ja, deswegen habe ich ja ihn genommen, weil er dann noch. Hä?
Warte. Was? Ich glaube, die Kampfmusik hat einfach nur eingesetzt gerade. Okay. Weil mit ihm können wir jetzt einfach ganz nach rechts irgendwie gucken, so ein bisschen, ob da noch irgendwas... Naja, wieso können wir das mit ihm machen? Er ist nicht verborgen, nee, oder ja, so. Ja, er hat auch kein Phantom. Ja, jetzt eigentlich können wir uns jetzt entscheiden, ob wir hier lang wollen. Hier schießen sie die ganze Zeit. Hier oben sind zwar Zivilisten, aber da werden sie im Moment nicht abgeschossen. Naja. Ich glaube, die hier auf die schießen, sind jetzt hier. Ja, also deswegen müssen wir das. Wir müssen ja so oder so, selbst wenn wir alle Zivilisten gerettet haben, müssen wir halt alle töten. Ja, also wir müssen Nina jetzt, die muss aber jetzt auf jeden Fall eine Runde verbrauchen, um ihn zu heilen. Ja, ja, also einmal hin. Allez, on se remue. Ja, ja. Ja, ja. Se remue. Und Medikateilung, genau. Auf damit wir das Skelinski wieder haben. So. Wir sind aber mit ihm auch wirklich voll offensiv raufgerannt. Das ist unser. Naja. Ja, ja, ist schon richtig. War gerade nur Anzeigebug. So, erstmal dahin. Ja. Got it. Wieso leben jetzt nur noch 6? Achso, weil wir einen rausgeholt haben, ja. 2 von 6 gerettet. Es sind noch 6 übrig, wir müssen noch 4 retten. Es klingt auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick auf dem Papier sieht es noch machbar aus. Hier war vorhin, wo waren wir nicht in Reichweite. Der Muton könnte. Naja, ja. Ja, ich glaube nicht. Der ja. Ist. Immerhin. Ja, der Sniper so weit nach vorne. Ja, aber. Bias. Ja, deine 4 Schuss sind schon echt gar nicht so schlecht. Ja. So, dass so. Ein Schuss mehr ausmacht. Das ist mal erstaunlich. Dahin. Weit kann er nicht mehr. Ja, deswegen dahin. Also da dürfte er keinen triggern. Zürt den nächsten. Oder nicht? Doch, bestimmt, oder? Der muss nachladen. Aber der nächste. Ah. Von mir gar nicht getroffen wurde. Okay. Das da draußen gleicht eine Massaker. Wissen wir! Die Aliens vernichten das Lager! Ihr habt gesagt, rettet 6. Die anderen sind uns egal. Okay. Ja, gut, jetzt erstmal wieder mit Dings bisschen vorrücken. Ja. Gucken, was wir sehen und. Ne? Dann entscheiden, ja. Ja, das ist affirmative. Irgendwas haben wir getriggert. Oh, natürlich haben wir alle 4. Naja gut, er war naja, ja schon... gut, ja, aber trotzdem. Bananen! Was haben wir? Normal... Ich meine, wir mussten sie jetzt fast... Oh, okay. Das ist der Muton, 2 normale und der Offizier. Das Ding ist, wir mussten sie jetzt ja auch wieder fast schon triggern. Ja. Da hat er gerade volle Deckung. Wie ist die Chance, irgendwas zu treffen? 64, 52, 52, 32. Okay. Also wenn, dann ihn. Ja, was die anderen? Erstmal gucken, was die anderen können. So, du kannst... 30. Ja, den müssen wir umpositionieren. Sie kann treffen. Ja, aber... ja, gut, aber... Probieren können wir es machen. So, dann haben wir FIFA-Dan, der jetzt zu nah dran ist wahrscheinlich. Nee, die ist einfach nur in Deckung, deswegen... So. Der könnte den Muton abschießen, ja. Ja, ich glaube, ich würde aber sie fast jetzt besser positionieren, als hier uns auf so einen 40% Schuss einzulassen. Ja. Also irgendwie... Unter dem Baum da? Links? Der? Der? Ja. C'est tout bon. So, da ist noch ein Offizier. Uns kann wieder eine Granate entgegenfliegen. Stimmt. Also nicht zu dicht stehen. Also wenn ja. Die da werden ihn nicht flankieren können. Ja. Die anderen? Und er kann halt jetzt auch nicht mehr laufen. Er ist jetzt halt schon im... Ja, ja, deswegen. Also eigentlich kann er jetzt auch feuern. Ja, er kann jetzt feuern. Baller drauf. Oh. Ich würde erst die anderen. Ich würde erst die anderen schießen lassen. Mhm. Du meine, könnt ihr ja noch ein bisschen ja. Vorrücken. Ja, näher ran auf jeden Fall. Da dürften sie eigentlich nicht. Oh, er kann sogar. Ja, dann schießt auf den. 69% flankiert. Komm. Ist nur ein kleiner, aber egal. Jawohl. So, einer weg schon mal. 10. Boom. Bisschen übertrieben, aber gut. Der ist schon mal weg. So. Hey Leute. So, dann. Na, jetzt auf dem Muton eigentlich. Muton ist gerade mit angegriffen. Oder hat er mit der Pistole bessere Chance? Nee, das ist wegen niedrige Deckung, minus 20%, Verteidigung minus 10%. Ja, doch. Und na gut, Waffenreichweite macht nur minus 3. Minus 3, also es. Okay. Also ja. Ja, oder. Schutz. Naja, der Muton wird jetzt feuern. Ja.
Ja. Guter Treffer. Das heißt, Soga kann es jetzt eigentlich. Wir könnten ihn jetzt theoretisch fertig machen. Na dann. Dass der Muton weg ist. Er kann halt leider. Er kann hier halt leider. Oh, er könnte dahinter, aber hier hat er volle Deckung. Naja. Nein, nein, kein Schwertangriff. Auf Mutons niemals Schwertangriff. Ja, wie gesagt, wenn sie sterben, sterben sie. Das nee, die können das irgendwie blocken. Kontern. Ach, kontern, richtig. Okay, ich dachte. Okay, komm. Nicht so hohe Chance. Verdammt. Ja, hätte ich vielleicht nochmal umpositionieren sollen. Sind die dran? So, die Runde der Aliens warten wir auf jeden Fall noch ab. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Markiert. Ist nicht so, dass er markieren und schießen kann. Ja! Ja, und jetzt kommt der Muton. Ja, das war's. Volle Deckung, immer noch. Und der trifft wahrscheinlich auch, wa? Der Baum war kurz weg. Ja, und er macht Nahkampfangriff. Ja. Ah, scheiße. Nee, doch nicht. Doch. Oh, sein Oh. Oh Gott. Oh. Scheiße. Alter. Okay. Nice. Also man muss wirklich mal ein bisschen zugeben, im Moment haben wir wirklich mehr Glück als Verstand. Zumindest jetzt gerade, also was Nahkämpfe, in dieser gesamten Staffel, was Nahkämpfe angeht. Haben wir echt waren erst zweimal bewusstlos. Die Lancer haben irgendwie schon fünfmal daneben gehauen, generell. Jetzt hat der daneben gehauen. Also es ist generell einfach das Gefühl, also wie gesagt, wir spielen immer noch Commander. Das sieht ja an den Lebenspunkten. Ja. Von den also Event-Soldaten. Wie gesagt, wir spielen auch besser, aber wir haben schon Glück. Wir haben auch wirklich. Aber man hatte halt wirklich das Gefühl, in den ersten Staffeln war es halt wirklich einfach nur, das Spiel so da saß. Ja, und jetzt ist es halt. Und jetzt ist es halt so, wie es ich dachte, dass das Spiel auf Commander sein würde. Dass halt anspruchsvoll ist und man echt extrem aufpassen muss, dass halt, ja, wie gesagt, das ist gerade. Wir haben SK schon verloren. Hm? Ja. Der legendäre Krieger ist schon tot. Aber er hat jemanden mit in den Tod genommen. Er hat jemanden mit in den Tod genommen, stimmt allerdings. Ah. Okay, ja. Aber das setzen wir nächste Folge fort. Schöner Cliffhanger. Schöner Cliffhanger, ja. Schaffen wir es hier noch, die Zivilisten alle zu retten und alle zu töten? Oder nein, wir haben noch sechs. Und wir haben diese Runde keinen getötet. Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, alles, was gerade da so rumrennt, haben wir jetzt getriggert. Ja. So dass wir theoretisch die Zivilisten in Ruhe retten können. Ja. Ist Frage, wo halt noch in der Dunkelheit was lauert. Ja. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Gauton. Euer Soramen. Ciao. Ciao.